The centering pass tipped by Horvat, but not out. And Brighetto works in. Shoot! Score! Game against Sweden tomorrow night. Okay, jetzt sind wir im Thema Screening und Innenposition. Eines der wichtigsten Faktoren, dass wir Goal schiessen können, dass man die Position kriegt, dass der Goalie erstens nicht sieht, dass wir die Scheiben die Chance haben, um die Rebound zu gewinnen. Wenn man Goal schiessen will, dann muss man dort hergehen, wo das Goal ist. Und ich glaube, das ist das, was ich seit klein auf immer schon gemacht habe. Ich wollte immer Goal schiessen und ich bin immer dort hergegangen, wo es wehtut. Wieso ist es für dich wichtig, dass du die Position gewinnen hast und nicht der Verteidiger die Position hast und du da außen stehst? Ich glaube, es gibt immer sehr viele verschiedene Varianten. Vor allem, ich probiere immer, dass ich die Inside-Position kann vom gegen den Verteidiger, dass ich zwischen dem Verteidiger und dem Goalie drin bin. Falls es einen Rebound gibt, dann bin ich sicher der Erste, der auf beide Seiten reagieren kann. Hier stehe ich jetzt. Das ist eigentlich der Million-Dollar-Spot-Point, den wir sagen, die Innenposition. Das ist der, den wir gewinnen wollen, als Stürmer. Der Nino wird es noch zeigen. Gregory Hoffmann spielt jetzt für einmal als ein Verteidiger. Und der wird euch Nino zeigen, was man dann, wenn man die Position mal erreicht hat, oder wie hast du viel erreicht, was man dann schlau machen kann, dass man die Chance noch mehr Höhe hat, um das Goal zu schiessen. Ich sage sicher, ein wichtiger Punkt ist sicher, du möchtest eigentlich, dass der Goalie so tief im Goal bleibt, wie er geht. Das heisst, du musst wirklich schauen, dass du wirklich gerade vor dem Goalie bist. Du musst natürlich schauen, dass du nicht im Torraum offside bist, aber kurz vorher. Und das ist eine Position, die sehr wichtig ist. Und dann wirklich den Weggestellt, wie ein Goalie hat. Du musst wirklich schauen, dass der Goalie dann eigentlich nichts sieht. Und wenn jetzt eine Verteidigung jetzt vor mir ist, wie jetzt der Gregi momentan, der probiert mich eigentlich im Kampf rauszubringen. Das heißt, ich probiere einen rauszuschupfen. Das wird immer parat bin vor dem Goal. Dass, wenn der Schuss kommt, dass ich der Erste bin, der nach der Rebound hinein kann. Nino hat jetzt den Kampf gewonnen gegen den Gregi. Er hat die Innenposition erreicht. Aber manchmal ist man auch Zweite und der Gregi, der Verteidiger, war stärker gewesen, und er hat die Innenposition und dann gibt es eine andere Taktik. Und das ist genau das Gleiche, du musst auch mit schauen, dass du den Gregi so weit wie möglich hinten kannst spalten und dann halt so dann noch arbeiten. Aber das Ziel ist, dass wirklich der Goalie so tief im Goal muss bleiben wie möglich. Und der Hauptgrund ist sicher, dass du den Stock sicher immer vorne hast, den Ball auf der Seite hast, ist einfach für den Verteidiger zu kontrollieren. Und wenn der Schuss da kommt, ist ein langer Weg, so um da übrig kommen, dass im Prinzip, dass wirklich, wenn du vor dem Goal bist, dass du vorne hast und dann kannst du wirklich so oder da, bist auch schneller beim Reagieren auf beide Seiten. Wenn ich da bin, habe ich den Job nicht erfüllt. Dann bin ich weit weg vom Screen, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich wieder kann, so schnell wie möglich in die Position kommen, um in den Screen und probieren, den Rebound zu holen. Und einer muss sich opfern, dass er ihm auch die Augen sind. Die heutigen Goalie sind so gut, dass, wenn die einen Schuss sehen, dann fangen sie einfach. Aber wenn er sich bewegen muss und den Schuss nicht sieht, dann wird es schwieriger. Und darum, wir brauchen unbedingt Spieler, die sich opfern, dass wir Goal schiessen können. Gregory Hoffmann, der Centering Pass, tipped by Horvat. Not out, and Brighetto works in. Shoot, score! Game against Sweden tomorrow night. Canada will play the United States for